Warum ich Winzer geworden bin, ich habe immer überlegt, ich möchte selbstständig sein und ich möchte irgendwas Eigenes herstellen, möglichst mit den Händen auch. Und dann habe ich den Herrn Kaspari getroffen in Hamburg auf einer Geschäftsreise. Er war auf Geschäftsreise, ich war privat dort und habe das erste Mal gedacht, Mensch, der hat einen tollen Beruf. Der arbeitet im Weinberg, der arbeitet im Keller, der arbeitet mit Menschen, der stellt ein Produkt her, was aus der Natur kommt, was Lebensqualität vermittelt und Lebensfreude bringt. Und dann habe ich das erste Mal darüber nachgedacht. Und dann habe ich meinen alten Beruf aufgegeben, habe gekündigt, bin zurück nach Traben-Trarbach und habe eine Ausbildung gemacht als Winzer, ganz klassisch. Und habe dann vor 15 Jahren das Weingut übernommen und habe meinen Traumberuf gefunden. Weißt du, wie wir die Enkische Eller Group, wie wir da dran gekommen sind über den Weinberg? Wir haben das über Freunde, die haben uns einfach einen klitzekleinen Ring, die haben uns das erzählt, dass sie die Parzelle machen. Und Anke und ich wollten immer so eine Parzelle haben mit Terrassen, mit alten Stöcken. Und dann sind wir da am nächsten Morgen hingefahren und sind da die Terrassen hochgelaufen, haben oben gestanden, haben auf die Mosel geguckt und gesagt, das ist es, das ist das, was wir machen wollen. Und dann haben wir den Weinberg gekauft und jetzt stehen wir heute hier bei strahlendem Sonnenschein, ein goldener Herbst, die Trauben sind reif, wir ernten Spitzenqualitäten an 50, 60 Jahre alten Rebstöcken, einmalige Weine, gewachsen auf dem Schieferboden hier, das ist das, was unsere Weine ausmacht und was uns so begeistert. Wir sind in der Jugendstilstadt Traben-Trarbach zu Hause. Unser Weingut liegt im Stadtteil Trarbach. Vor 15 Jahren haben meine Frau und ich das Weingut Kaspari übernommen. Wir sind ein Familienbetrieb, bewirtschaften knapp 5 Hektar Rebfläche, die ausschließlich im Steilhang liegt. Und unsere Weinbergsparzellen liegen in Traben-Trarbach und Enkirch. Der Weinladen war zunächst mal die Idee, einen Anlaufpunkt zu haben für Leute, die sich für unseren Wein und unsere Produkte interessieren. Und wir haben dann festgestellt, dass das Interesse an Spezialitäten und Feinkost rund um das Thema Wein sehr groß ist. Und so haben wir unser Angebot erweitert um Riesling-Senf, Essig, Öle, Marmeladen und Schokolade. Und wir bieten das auch in Kombination als Präsentkörbe an. Und das wird sehr gut angenommen. Wir bieten eine kulinarische Weinwanderung an, dann geht es raus in die Natur. Wir wandern durch die Weinberge und an verschiedenen Stationen probieren wir verschiedene Weine, die dort in den Weinbergen gewachsen sind. Und dazu gibt es Spezialitäten aus der Winzerküche und man lernt die Natur kennen. Wir durchstreifen die Weinberge, wir laufen auch die Weinberge rauf und runter und man bekommt einen ganz engen Bezug zum Wein. Höhepunkt ist einmal im Jahr unser Hoffest am 1. Septemberwochenende. Dann feiern wir 4 Tage und Nächte lang mit unseren Gästen. Es treten verschiedene Livebands auf, es gibt einen Weinstand, es gibt Gutes aus der Winzerküche und das ist eine große Party über 4 Tage. Hier sind wir auf der Innenhofterrasse unserer Gutschenke. Hier begrüßen wir von Mai bis Oktober unsere Gäste, servieren ihnen unseren Wein und Sekt und dazu gibt es frische regionale Küche, moseltypisch angerichtet. Wollen die Mosel und unser Weingut näher kennenlernen? Dann bleiben Sie doch über Nacht. Es warten 7 komfortable Ferienwohnungen auf Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.